Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. 1. August 2023. Es kann sein, dass Erinnerungen an alte Wunden hochkommen, nicht als Strafe oder als ein Hinweis darauf, wie viel mehr Arbeit ihr noch an euch selbst leisten müsst, sondern vielmehr als Gelegenheit, sie von eurer neuesten erreichten Ebene aus zu erkunden. Oft macht ihr eine Veränderung durch, die es euch ermöglicht, diese Erinnerungen und Wunden aus einem inneren neuen Raum der Weisheit, des größeren Verständnisses, der besseren Selbstliebe und Selbstachtung heraus gründlicher zu verarbeiten oder um euch einfach zu zeigen, wie weit ihr gekommen seid. Da ihr bestimmte Themen habt, die ihr in diesem Lebensausdruck meistern wollt, ist dies alles Teil des Prozesses und niemals ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Tatsächlich ist es ein sicheres Zeichen für eure Evolution und euren Fortschritt. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, erstmal noch ganz kurz zu gestern. Wenn wir Saint-Germain glauben wollen, dann werden Menschen mit einem, ich würde sagen, bösen Potenzial geboren. Das heißt ja nicht, dass sie es ausleben müssen, aber für Menschen ohne Empathie ist es sehr schwierig, das nicht für den eigenen Vorteil zu nutzen, weil sie nicht verstehen, was im anderen vor sich geht. Es gab da mal ein relativ interessantes Experiment, und zwar war das ein Bestrafungsexperiment. Man konnte seinem Gegenüber Stromstöße verpassen in verschiedener Stärke, und dabei kam heraus, ja, surprise, surprise, je näher einem der Mensch war und je eher man seine Reaktion gesehen hat, desto geringer sind die Stromschläge ausgefallen. Das heißt natürlich auch, dass zum Beispiel ein Drohnenpilot, der irgendwo in den USA sitzt und eine Drohne im Nahen Osten steuert, dass es ihm relativ egal ist, was er damit anstellt und relativ skrupellos seine Möglichkeiten ausnutzt. Übrigens ist es genau so ein Video gewesen, es waren ja mehrere Videos, die Julian Assange, der WikiLeaks Gründer und Journalist, geleakt hat und der Welt gezeigt hat, wie unmenschlich Soldaten aus dieser Entfernung Menschen dahinschlachten. Und das bedeutet für uns, selbst wir können nachvollziehen, wenn wir die Reaktion nicht sehen vom anderen, dann können selbst wir als Empathen, alle Menschen sind eigentlich Empathen, außer eben die Psychopathen, denen diese Empathie fehlt, ebenfalls komplett falsch handeln, weil wir eben nicht durch unsere Empathie verstehen, was im anderen vor sich geht. Und deswegen sind alle Narzissten auch Psychopathen, so wie auch alle Daumen Finger sind. So einfach ist das. Und es gibt nur eine Möglichkeit, wenn ihr mit einem Narzissten zu tun habt, euch fernhalten, euch nicht persönlich auf diese Menschen einlassen und sie aber auch nicht angreifen und anfeinden. Und wenn ihr in einer Beziehung seid, müsst ihr euch lösen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Deutlicher kann ich es nicht sagen. Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann bitte ich euch, nutzt das Trivium und recherchiert selbst. Hört euch und schaut euch die Videos an von den Psychologen und Therapeuten, die über Narzissmus sprechen. Und es gibt keine zweite Meinung darüber, weil es ist, wie es ist. Ich wünschte auch, es gäbe da eine Heilung, ja? Aber die gibt es nicht. Eine Kleinigkeit soll ich noch sagen. Kinder ohne Empathie fangen ganz häufig an, Tiere zu quälen und oder, wenn ihr so wollt, mit Tieren zu experimentieren.
weil sie merken, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Und wisst ihr, wer auch keine Empathie hat, was das größte Problem ist an dieser Sache? Das ist die künstliche Intelligenz. Die hat auch keine Empathie und ist somit per se ein geborener, erschaffener Psychopath. Gut, und dann schließe ich das Thema auch hier ab. Aber es gab Kommentare diesbezüglich, die ich einfach nochmal ein bisschen begleiten wollte mit dem Zusatz von heute. Und jetzt widmen wir uns doch wieder mal den Erinnerungen und alten Wunden, die hochkommen. Wobei wir hier auch wieder unterscheiden müssen, Menschen, die wirklich schon viel an sich gearbeitet haben und bestimmte Themen definitiv schon erledigt hatten. Und wenn sich dann nochmal etwas zeigt, dann ist der erste Teil dieses Textes an sie gerichtet. Weil es sowieso keine Strafe ist, aber auch nicht der Hinweis darauf, wie viel mehr Arbeit wir noch an uns selbst leisten müssen. Wir können es dann als Gelegenheit sehen, noch einmal drauf zu gucken, aber eben von einer anderen Ebene aus, nämlich von der Ebene aus, dass wir den Löwenanteil dieser Problematik schon längst erledigt haben und sich nur noch sanft Nachwehen sozusagen zeigen, die uns an dieses Thema erinnern, und es ist auch nicht schlecht, dass wir uns nochmal vor Augen führen, wie das schon mal war für uns, wie wir früher darauf reagiert haben, auf bestimmte Triggerereignisse, die uns jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz mitnehmen, aber uns längst nicht mehr so hart treffen, dass wir emotional komplett überreagieren und kaum mehr zu beruhigen sind oder sogar dementsprechend handeln. Im besten Fall ist es ein Prozess, der uns gedanklich beschäftigt. Uns fällt eben dieses Angebot auf und meinetwegen haben wir auch eine kurze Emotionsspitze, das Thema betreffend, worum es auch immer geht bei euch oder auch bei mir. Und dann bemerken wir das aber. Wir stellen sofort fest, okay, da ist es wieder. Schade, ich dachte, da wäre ich drüber hinweg. Aber in Wirklichkeit seid ihr das schon, weil sonst könntet ihr euch gar nicht bewusst machen, auch gedanklich, was gerade passiert. Zum Beispiel, wenn ihr merkt, ihr werdet wütend, weil eine Situation im Außen euch einfach wütend macht. Und dann stellt ihr fest, jetzt bin ich wütend. Und schon seid ihr raus. Das war früher nicht so. Früher blieb man wütend und hat sich auch nicht überlegt, warum man jetzt wütend wird, sondern man ist komplett hineingegangen in dieses Gefühl und hat es ausgelebt und hat mit anderen Menschen darüber gesprochen, wie unfair diese Situation war, wie gemein der oder dieser Mensch war und hat sich Bestätigung gesucht, dass man zu Recht wütend ist und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch dessen bewusst werdet, wenn ihr es schafft, über diesen Dingen zu schweben, weil ihr könnt es euch nur bewusst machen, indem ihr über diese Dinge nachdenkt, und da steckt es ja drin, über diesen Dingen schwebt und von einer anderen Ebene aus betrachtet, dann seid ihr schon längst über den Berg. Dann habt ihr schon gar kein Problem mehr damit. Und jetzt aufgepasst, wenn ihr denkt, Meister zu sein wäre, dass euch alles egal ist, dass ihr diese Gefühle nicht mehr habt, dass ihr Ungerechtigkeiten nicht mehr als ungerecht empfindet, dann seid ihr komplett auf dem Holzweg. Übrigens, das ist die größte esoterische Falle von allen, dass uns erzählt wird, dass es nur unser Ego wäre, das derlei Emotionen hervorbringt, und wenn wir das bewältigen würden, dann würden wir immer über diesen Dingen schweben, hört sich ja gut an, aber in Wirklichkeit ist es nicht so, denn wenn ihr Grausamkeit seht und sie erlebt bei anderen Menschen, dann werdet ihr nicht in einer Gleichgültigkeit daran vorbeisehen, sondern ihr werdet reagieren, wie es ein echter Mensch macht, mit Mitgefühl und aber auch ganz konkreter Hilfe, wenn das angebracht ist. Und ihr werdet Emotionen haben, aber ihr werdet in der Lage sein, diese Emotionen zu, Achtung, kontrollieren. Ich mag das Wort nicht so gerne, aber es kommt schon gut hin, denn ich bemerke die Emotion, ich lasse mich nicht von der Emotion zu etwas verleiten, was ich vielleicht bereuen würde, sondern ich reagiere angemessen aus einer anderen Ebene heraus, die das Gefühl zwar registriert,
die aber immer noch mit dem hohen Bewusstsein die ganze Situation erfasst. Und das bedeutet es, ein Meister in diesem Leben zu sein. Und wenn man das versteht, was ich gerade gesagt habe, dann kommt man auch aus den Selbstvorwürfen raus, aus der Kritik und aus den Gedanken über sich der Unvollkommenheit, weil man eine komplett falsche Vorstellung davon hat, was wir in Wirklichkeit erreichen können und wie wir hier wirken sollen. Es geht ja um unser Mitgefühl. Und kein Gefühl mehr zu haben für andere Menschen, ja, dann sind wir auch wieder Psychopathen geworden. Viel Spaß damit. Tolle Meisterschaft. Im zweiten Teil heißt es ja, da wir bestimmte Themen haben, die wir in diesem Lebensausdruck meistern wollen, ist dies alles Teil des Prozesses, also dieser Erinnerungen und die Wunden, die wir noch einmal spüren, um einerseits unseren Stand zu überprüfen und andererseits ist es eine Hilfestellung für uns, damit wir weiterhin die Menschen verstehen, die noch viel tiefer in dieser Art von Problemen verstrickt sind. Denn die Themen, die wir uns ausgesucht haben, sind die Themen, bei denen wir der gesamten Menschheit helfen. Wir geben einerseits mal unsere Lösung ins Feld, wie wir uns darüber hinaus entwickelt haben, und andererseits werden wir auch ganz häufig mit Menschen in Kontakt kommen, die ebenfalls diese Probleme haben und denen wir dann helfen können. Mit unserem Wissen, an das wir auch immer wieder erinnert werden. Wir sollen keine entrückten Wesen sein auf dieser Welt, die anderen Menschen nicht mehr verstehen, weil sie schon so viel weiter sind als die anderen. So ist das eben nicht gedacht. Unter anderem ist das auch der Hauptgrund, warum manche von uns scheinbar in ihrer spirituellen Entwicklung feststecken, weil wenn sie jetzt noch weiter kämen, wären sie nämlich schon viel zu weit für die anderen. Was bringt euch denn ein Pfadfinder, also im wahrsten Sinne des Wortes, jemand, der den Weg findet, der kilometerweit vorausgegangen ist und den ihr nicht mehr sehen könnt und auch nicht mehr hören könnt? Der bringt euch gar nichts. Die Menschen brauchen Menschen, die sie an der Hand nehmen, die sie fühlen und spüren können und die sie verstehen. Also ist es wirklich wichtig zu wissen, dass wenn alte Themen wieder aufploppen, die wir eigentlich bewältigt haben, dass es überhaupt kein schlechtes Zeichen ist, sondern es ist ein sicheres Zeichen für unsere Evolution und unseren Fortschritt. Ja, na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen, haut rein, bis dann, ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.